Wir sind zu Gast in Thessaloniki. Hier ist gerade eingetroffen Pierre Bischoff, der Duisburger Extremradsportler. Er ist 3000 Kilometer durch Europa gefahren. Ja, und da ist er auch. Pierre, herzlich willkommen in Thessaloniki. Wie fühlst du dich? Ja, glücklich in Thessaloniki zu sein, das jetzt geschafft zu haben nach 10 Tagen und ein bisschen. Und es ist schon eine Herausforderung gewesen, mit dem vielen Regenwetter so weit zu kommen. Du bist jetzt 3000 Kilometer wirklich von Duisburg bis hier nach Thessaloniki gefahren. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ja, ich habe ja die Sinalco als neuen Sponsor gewonnen und es ist für mich immer wichtig, dass man dem Sponsor irgendwie was geben kann. Und da hatte ich halt die Idee zu sagen, komm, ich besuche mal alle Factories. Und so bin ich dann halt einfach losgefahren, habe alle Fabriken besucht und das waren halt Etappen von 720 Kilometer die längste bis hin zu 220 Kilometer die kürzeste Etappe. Du bist sogar die erste Etappe durchgefahren, nämlich von Duisburg bis nach Österreich, bis nach Dornbirn. Wie schaffst du das so ohne weiteres auf dem Rad? Also ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es hinterher mein Popo immer wieder wehtut. Wie ist es bei dir? Ja, mein Hintern ist immer gut versorgt und Versorgung ist halt auch das Wichtige. Ich habe eine Betreuungsmannschaft gehabt, die hat sich sehr, sehr gut um mich wieder kümmern können. Und wenn man halt ein gutes Team um sich hat, dann sind die kleinen Probleme halt auch schnell aus der Welt. So, wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben und auch erzählen. Was kannst du erzählen? Was nimmst du mit von der Reise, die du jetzt gemacht hast? Ich nehme mit, dass man viele voreingenommenen Aussagen aus dem Balkan, dass die nicht stimmen, weil das sind wirklich sehr herzensgute Menschen, sehr hilfsbereit. In Pristina muss man halt schon ein bisschen schauen, wo man herumgeht. Das hat man schon gemerkt, dass es noch ein sehr unsicheres Pristina als Kosovo Cluster hat. Genau. Aber in Summe war es wirklich so, dass man sich, egal wo man sich im Balkan bewegt hat, sehr, sehr herzlich empfangen worden ist. Und was war so dein Highlight? Gibt es das, dass man sagen kann, das eine war das ganz Besondere? Also was am schönsten war, war eigentlich die Aktion in Mazedonien. Dort bin ich mit über 500 Kindern die wow. Etappe angefangen und das war schon sehr beeindruckend, dass dann halt auch einmal 500 wow. Kinder hinter mir herradeln und alle dann halt sehr fasziniert von mir waren. Das war wirklich sehr beeindruckend. Jetzt seien wir auch ehrlich, das Ganze ist ein Teil einer Trainingseinheit. Du wirst, ich glaube, Juli, August wieder am härtesten Etappenrennen der Welt teilnehmen, dem Transsibirien Extrem von Moskau nach Vladivostok. Reichen da 3000 Kilometer als Trainingseinheit oder muss es noch ein bisschen mehr sein? Na, es muss nicht mehr sein. Es ist ja für einen Marathon trainiert man auch keinen Marathon, so ist es auch bei dem Rennen. Und ich weiß für mich, dass ich in einer guten Form bin. Jetzt ist es wichtig, Pause zu haben, damit der Körper sich regenerieren kann. Und dann schaue ich schon nach vorne. Bis zum Juli habe ich noch genug Zeit, fit zu werden. Und dann gucken wir mal, wie es dann dieses Jahr in Russland geht. Was steht jetzt noch für dich auf dem Programm, nachdem du hier angekommen bist? Erstmal, weiß ich, 2 Wochen durchschlafen oder sind schon andere Pläne da? Na, ich werde heute Nacht noch eine Nacht hier verbringen und dann morgen mit dem Auto natürlich dann wieder zurückfahren, weil das Auto muss Montag wieder zurück sein und dann habe ich noch 2 Tage Urlaub, bevor dann das nächste Radprogramm beginnt. Wow, also Pierre, ich muss sagen, mein großer Respekt. Vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung standst für ein kurzes Interview. Ja, und toi 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 für deine weiteren Ziele. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit gehen wir zurück nach Duisburg ins Studio. Tschüss aus Thessaloniki.